Also Glück. Manchmal muss man auch Glück haben. Kann ich voll verstehen. Das ist Mario Kart. Mario Kart, da hat man meistens immer nur Glück. Man ist nicht gut, man hat einfach Glück. Was würde Tobi jetzt sagen? Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Finde ich toll, den Spruch. So, Jojos Hanna, okay. Ah, da haben zwei Italianos dabei. Alte Landsmänner und Frauen. Hey. Jetzt habe ich Bock auf was Süßes. Ein bisschen Schokolade wäre toll. Einfach mal schmeißen. Ich treffe schon jemanden. Ich habe immer Angst, bei solchen Dingern hier abgeschossen zu werden, weil ich dann runterfalle. Ich kenne ja mein Glück. Toll, danke, du blöder Affe. Mann! Donkey Kong, du bist kacke, wenn du nicht in deinem eigenen Spiel bist. Ich hab doch gedrückt, Mann. Boah. Läuft super. Läuft echt super hier. Alter, was ist hier los? Oh, die Pflanze hat meinen Panzer gefressen. Hast du das gesehen? Ey, sowas Dreistes. Kackendreist frisst ja einfach meinen Panzer. Ja, Mann! Windschatten! So, hier eher ein Zuckerwatteschatten. Ah, ich hab noch eine Münze gekriegt. Oh, siehst du genau das mal? Ja, setz dich gut dahinter, du dämlicher Wichser! Entschuldigung! Boah. Lucky, du bist Kacke! Mann, Alter, drift er doch! Ah, oh, du bist scheiße! Boah, das kotzt mich jetzt gerade richtig an hier. Es tut mir leid, aber es ist auch Kacke. Boah, wie kann man nur so viel Pech haben? Natürlich, ich bin Elfter und krieg einen Pilz. Weil es voll fair ist. Ja, und auf den Zuckerguss. Na, Bitch. Was hast du davon? Ich hab dich bestiegen, hast du gepennt? Bist du gar nicht gewohnt, ne? Mario kann's nicht und Bowser macht's nicht. Boah, ist das eine Nullrunde. Ah, Mann, ich krieg das nie hin, da mal alle Münzen auf einmal einzusacken. Ja, genau das Item der Stunde. Wenigstens ein bisschen was kann das sein. Natürlich, er hört jetzt auf, na klar. Ich hasse euch! Was für ein Dreck. Hi Gamer! Natürlich kannst du mitspielen. Wir müssten Freunde sein, wenn ich mich richtig erinnere. Bist du mein Freund? Fahren Sie ruhig gerne mit. Knochentrockene Dünen. Warte mal, wo ist es? Das war nicht fair. Schaderei. Also, wir werden noch bis halb Mario Kart 8 spielen. Da möchte ich noch die letzte halbe Stunde Mario Maker ein bisschen eure Level ausprobieren. Und dann werde ich so gegen 7 Uhr Feierabend heute machen. Mir wird auch langsam echt warm hier im Bau. Puh, wir dampfen schon langsam die Bluse. Auf jeden Fall, wenn du mitfahren willst, fahr gerne mit. Ich freue mich über jeden, der mitfährt. Ja, das ist auch gut. Autobahn ist immer toll. Auf der Autobahn kann man ordentlich Gas geben. Kann man richtig Gas geben. Jo. Wollen wir uns mal für diese kleine Demütigung rächen? Ja, ich hoffe euch an, weil ich sauer bin. Ja, auch du, Grünkäppchen. Zipfelmütze, du kleiner Kobold. Ich mach mal das, was ich nie mache, hier einfach an der Wand fahren. Ja, yeah. Safe Münzen abgrabbeln. Wow.
Miau. Ihr seid alle doof. Yeah. Natürlich habe ich das nicht mehr geschafft, da irgendwie noch dran vorbeizukommen. Wow! Alter! Das hätte ich eigentlich nicht überleben dürfen, aber ich hab's. Was war das denn jetzt? Okay. Aha, der hat mich was verdient hat. Wow. Was zur Hölle? Ja, irgendwie habe ich es manchmal mit den Kurven. Ich weiß auch nicht warum. Wow. Natürlich! Gib mir wieder die Münzen! Jetzt kommen diese scheiß Münzen! Ich hasse dieses Item! Oh, es ist genau. Es war schon Super Mario Kart Kacke. Gut, dass ich nicht Erster bin. Oh. Wow! Bin klein, ist das nicht toll? Oh. Es geht wieder gar nichts! Mann, du fette Mistge... Drecksplunze. So, ich habe auch ein Item. Ich hasse es übrigens, wenn ich das Roulette nicht selbstständig anhalten kann. Warum geht er auf Hypoki und nicht auf den da? So, jetzt aber. Natürlich habe ich es nicht hier. Ich habe einen Anfall hier. Dann immer dieser blöde Schlauigsau. Und ich kann ja das nämlich Roulette nicht selbstständig anhalten. Natürlich, ein Zöpfchen, na klar. Ah, Gnarf. Naja, nächste Sechser. Ach ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So kann ich ewig warten, bis ich mal ordentlich Punkte farmen kann. Babypark und Käseland, beides toll, aber ich nehme den Babypark. Der Babypark ist nämlich toll. Der Japanese da vorne kriegt man. Ja! Ich merke das schon. Der Japanese ist echt hardcore. Der ist ein richtiger Suchti. Suchti, Spuchti. Wuchti, Wuchti. Schwuppeli, Dubbeli, Du. Was auch immer. Eieiei. Das war ein Spaß. Immer diese Unentschlossenen. Und zwar er. Der Unentschlossene mit dem kleinen Kinnbart. Natürlich kommt auch noch er dran. Weil er sich nicht entscheiden kann, kommt er dran. Das ist gemein. Dann noch Excite Bike. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Strecke toll oder doof finden soll. Sie ist einfach da. Ich wollte gerade gucken, was der Japanese für Punkte hat, aber da war ich wieder zu langsam. Das hast du also nicht Mario Kart spielen? Zu langsam! Hi. Miau! Ich bin klein und knuffig. Und habe wieder mal das super tolle Münz-Item. Yeah! Dieser blöde Boomerang, ich hasse ihn. Kein Item hat es mehr verdient, aus diesem Spiel verbannt zu werden, als der Boomerang. Und dieses Münz-Item! Ah. Wow! Wow! Alter, dieses Gehübel! Dann überall diese kleinen Schoko-Kleckse. So, extra auf den Japaner. Oh nein, ich habe außerdem den Panzer losgelassen. Hat er ja immer zufällig ein Münz-Item? Ja, Münz-Item. Rettet dich vor allem. Selbst der blaue Panzer hat keine Chance, wenn dich zu treffen. Hahaha. Ist das gelogen oder ist das gelogen? Ich weiß es aber auch nicht. Mann, ich bin mal Erster. Wahnsinn. Siehst du, ich bin Erster. Und da kommt er. Der Behindertenausweis. Ich habe da was gesehen, was mir nicht gefällt.
Da hat er was Gefräßiges. Hau ab! Du mieser kleiner Sauhund. Wollte er mich fressen, ey. Gut, dass man in den Rückspiegel gucken kann. Ja, natürlich. Wow. Ist der Japaner jetzt ernsthaft reingefahren? Wenn ja, hammer geil. Ah nein, ich hab's so liegen lassen. Oh. Yes! Ja, yes! Da freue ich mich aber. Oh, das ist toll. Huh. So muss das, so nicht anders. Ah, er hat 6000, meine Fresse. Scheibenhonig. Ah, egal, wir haben es dem Japaner gezeigt. Ah, hier, guck mal, Käseland. Jetzt irgendwas mit Käse überbacken. Ah, hätte ich jetzt schon Bock drauf. Mit Käse überbackener Käse und einer Käsefüllung. Wann spielst du Mario Maker? Um halb. Eine Viertelstunde gibt es jetzt noch das Gelumpe hier und dann werde ich Mario Maker spielen. Du hast mir, glaube ich, auch eine ID geschickt, ne? Ich scroll mal eben durch den Chat, warte mal. Lalalalalala. Du hast ja diese unglaubliche... Ja, deine Level-ID wird gleich folgen. Also, sobald ich das Spiel wechsle, um halb. Viertelstunde noch Mario Kart und dann ist noch ein bisschen Mario Maker bis 7 Uhr dran, also bis 19 Uhr. Und um 19 Uhr werde ich für heute Feierabend machen, weil ich langsam echt kaputt gehe. Ich wollte noch was aufnehmen. Bei dem Wetter eine super Idee. Man geht ja nur kaputt. Auf jeden Fall Viertelstunde noch dies, dann eine halbe Stunde das andere und dann haben wir es für heute. Also, nur Geduld, noch ein bisschen Mario Maker. Mario Kart, nicht Mario Maker. Ich sollte aufhören zu quatschen. Hier! Ich habe den Japaner getroffen. Geil, ich habe den Japaner getroffen. Und ich bin gesagt, boah, Link, du mieser Hund. So. Mal gucken, ob ich jetzt immer wieder in das Feuer reinbretter, so wie letztes Mal, wo ich hier gefahren bin. Ah, das war noch Zeiten. Yes, diese Zerstörungswut. Ah, ich bin ein richtiger Bombenschmeiserli. Liegt auch nur daran, dass ich Bob-Bombs echt cool finde. Jetzt könnte ruhig ein Blitz kommen. Er würde mich nicht belasten. Hallo, Fibroki. Leider hält er ständig so lange. Oh, guck mal. Laserbeams? Er trifft ja gar nicht. Alter, aber was auf Gott trifft den? Gut, dass ich nicht Erster bin. Mein Boomerang fliegt natürlich immer sofort in die nächstbeste Wand. Mein Boomerang weiß einfach, wie man es nicht macht. Wow. 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 Ich liebe Scheiger und seine kleinen knuffigen Geräusche. Urwaldgeräusche. Yeah. Wow, wow, wow. Tut mir leid, aber wenn ich schon mal die Chance habe, dann brauche ich da uns rein. Das war für die Piranha-Pflanze. Haha. Jeder kriegt, was er verdient hat. Wow. Ich habe immer noch zu wenig Münzen. Das ist ein Fakt, der mir nicht entgangen ist. Ich behalte aber mal den Panzer aus persönlichen Gründen. Ich habe ihn lieb gewonnen. Hier spielt wieder jemand mit dem Feuer. Das ist nicht gut. Das macht man nicht. Natürlich war ich jetzt auf dem Turbostreifen, nachdem... kommt der Booper, nachdem ich den Turbostreifen durch habe. Egal. Boah, ich komme nie von dieser Seite. Das ist jetzt voll ungewohnt für mich. Jetzt hatte ich gerade keine Orientierung. Boah, traurig aber mal. Mann, ihr kleinen Mistmongos! Das ist doch unfassbar. Scheiß lecker. Ah, muss lernen. Oh, mein Beileid. Lernen das bei so einem Wetter. Okay, dann bis gleich um halb. Bis gleich. So.
haben die sich wieder nach vorne gemogelt, die beiden. Ihr kleinen Moglis hier. Kommentarlos wählte er rein zufällig eine Strecke. Etwas nach sich bitte. Okay. Willkommen im in der Ballerburg. Komm schon. Nein, warum ist nicht ein Zweiter? Ich hasse dich. Als Ehrenhalt nur ein Zweiter. Blödes Roulette. Du, das Roulette ist doof, es ist gemein, es mag mich nicht. Aber wollte ich doch nur eine wunderschöne Strecke fahren. Eine wunderschöne. Aber naja, soll's. Schweinerei. So. Ich liebe den Babypark, aber Regenbogenbude war natürlich mehr. Natürlich. Eine Herztröte. Die ich dir gleich töte. Oh. Was ist eigentlich der richtige Rote Yoshi? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Warum sind jetzt zwei rote Yoshis? Das ist gemein. Wie soll ich wissen, welchen roten Yoshi ich jetzt töten soll? Warum kriege ich nur diese blöden Pilze? Ich möchte gerne was vernichten. Am besten irgendwelche Existenzen. Ja, natürlich. Boah, du fette Drecksplunze. Alter. Ach so, du bist der zweite rote Yoshi. Ich verstehe. Dann kann ich ja gnadenlos auf rote Yoshis pölen. Finde ich gut. Das ist gut zu wissen. Na, Digga. Uah! Nein! Blöder Hund. Oder Kuba. Ich will sie mit dem Dreck einfach nichts treffen. Ja, komm! Yes! Ich habe ihm mindestens noch eine reingedrückt. Naja, immerhin, ne? Boah. Wären wir Full House, dann wäre das jetzt wenigstens ein Teilsieg gewesen. Aber egal, es war doch noch lustig am Ende und davon will ich nichts haben. Von den Strecken möchte ich rein gar nichts haben. 4 geht. Ja, es geht. Oh geil, jetzt kommt die Sonne durchs Fenster. Oh, Hammer. Da ich ja keine Facecam habe, kann ich jetzt einfach das Rollo runtermachen. Alter, als wenn mir nicht schon warm genug ist. So. Schnell wieder hinhocken. Ah, ja. Weißt du, hätte ich eben meine Strecke kommen können und jetzt was anderes? Das ist so gemein. Aber egal. Oh, guck mal, neu. Was? Wieso hat der 8000? Der hat so viele Münzpunkte, wie ich in Mario Kart 7, glaube ich, habe. Oder habe ich da so viele? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei Mario Kart 7 habe ich irgendwas mit 7000 oder 8000 Punkten. Aber vorne gucken. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich werde auch irgendwann mal ein Mario Kart 7 Stream machen oder so nebenbei. Für die, die ein 3DS haben und gerne mal Mario Kart 7 spielen wollen, da habe ich auch richtig Bock drauf. Weil das Spiel feiere ich immer noch mehr als Mario Kart 8. Es tut mir leid, sagen zu müssen, aber es ist so. Mario Kart 7 ist immer noch mein Lieblings-Mario Kart. Dann kommt Double Dash und dann kommt 8. Double Dash war auch toll. Das mit dem doppelten Karts, dann mit den Spezial-Items, die ich echt vermisse. Das hat mir immer am meisten gefallen. Ich merke gerade, dass ich Zweiter bin. Ist das ein Fehler im System, oder? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, das ist schon mal ein besserer Schutz. Den muss ich nicht immer aktivieren. Alter, wie der Japaner Yoshi abgeht, ne? Da kommst du ja gar nicht hinterher. Ich kann nur eins machen, mich verteidigen und hoffen, dass ein blauer Panzer das Rennen entscheidet. Alter, ja, danke, mach mich meine ganze Verteidigung kaputt. Blöd, Mann. Yes, Mann!
Yes, Mann! Glück muss man auch mal haben. Auf dem zweiten die Glücksacht? Ernsthaft? Wie viel schreibliches Glück habe ich denn heute? Also jetzt in diesem Rennen nur. Ist ja der Hammer. Feier ich gerade ein bisschen hart, also. Natürlich! Da freut sich jetzt der blöde Sack. Weißt du, hast du einmal Glück und es wird dir sofort wieder aus der Hand gerissen. Ich hätte nicht schmeißen sollen. Scheiß Glückskind! Es ist Standbild? Warum ist Standbild? Ich verstehe es nicht. Mann! Standbild. Dabei habe ich keine CPU-Auslastung, also keine hohe CPU-Auslastung. Ich komme gerade mal an die 50 ran. Das sollte eigentlich alles vernünftig sein. Was sagt denn eigentlich deine Internetleitung? Du hast doch bestimmt was Besseres als Bambus oder Holz. Ich schnall's nicht, ey. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin zarte 26 Jahre jung. Jetzt hätte ich fast alt gesagt. Jung, ich bin 26 jung. Das war nicht fair. Schönes Spiel. Hallo. Roman... Was? Der Hintergrund? Romantech. Hallo Romantech 1234. Willkommen im Stream. Das ist doch nicht wahr, ey. Warum wird er kein Geschenk auspacken? Es wäre Spaß und Freude gewesen. Oh, Kanada. Aus Spanien, yeah. Oh, mal kurz den Nacken knacken. Oh, ein bisschen verspannt. ID. Okay. Ich werde deine ID gleich erstmal einscannen. Einscannen. Adden, besser gesagt. Einscannen, was laber ich denn da? Was laberst du? Müll natürlich. Was denn auch sonst? So, über den Dächern der Stadt. Er fährt über die Dächer der Stadt. So, wenn ich es ein noch genommst. Mist, jetzt hätte ich fast die Position gehabt, ihn aufzunomsen, aber da muss die Pflanze natürlich wieder dürren. Aber jetzt wenigstens frischen Kompost. Ey. Natürlich. Jetzt kann ich einmal was nach Plan laufen. Nach Plan. Oh, geil, danke. Ihr seid so spendabel, du Blödmann, hast mich weggedrückt. Mann, Fetti. Das sind so viele Rote, ich hab Angst. Voll von Manier längs. Hey, Angst hab. Warum bin ich so hochgesprungen? Das war ja unerwartet. Ja. Ja. Miau. Wenigstens habe ich einigermaßen viele Münzen. Weil ich brauche ja Münzen zum schattenfrei Teilekart. Yeah. Ich dachte, es ist wieder für mich bestimmt, aber da habe ich nochmal Glück gehabt, ausnahmsweise. Aber ich sollte es nicht so laut sagen, hinterher krieg ich wieder eins verbrezelt. Ich kenne das ja schon. Es wird einem nichts hier gegönnt. Gar nichts. Gar nichts. Erster? Ah, oh, da kann was nicht stimmen. Da kommt doch gleich bestimmt ein Blauer. Sonst hätte ich jetzt niemals diesen Platz inne. Ah ja, geil, Münz-Item. Oh, herrlich. Was könnte es Schöneres geben? Als dieses verfluchte Münz-Item. Wow. Turbo-Streifen wäre toll. Damit das Gekleckse weggeht. Oh ja, viel Spaß damit. Danke, dass du ihn abfängst. Ich weiß, du wolltest mir nur helfen. Hallo Peter. Wow. Natürlich. Mann.
Schweinerei! Was denn mal? Hab ich? Ist bei euch auch Standbild? Wieso Standbild? Ich versteh's nicht! Nati-Poki, nicht glücklich? Oh, du weißt doofes aber auch, ne? Sollte eigentlich kein Standbild sein, verdammt nochmal. Schweinerei! Oh, warte mal kurz. Ich gehe mal kurz raus. Ja, ich gehe mal kurz raus. Ich möchte kurz jemanden hinzufügen. Das gönne ich mir mal ganz schnell. Ganz kackendreist. Warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob du mitfahren willst. Hiernach, wenn ich noch ein, zwei Runden fahren, dann gehe ich in Mario Maker rein. Ich überziehe es sowieso, ich kenne mich ja. Ich brauche mir erst überhaupt keinen Plan irgendwie zurechtlegen. Ich übertreibe es immer. Roman. Ich. 1, 2, 3, 4. Nein, Quatsch. 1, 2. So. Einmal kurz Eden. Seine Freundschaftsanfrage gesendet, sehr gut. Dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Dann, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich da jetzt bei jemandem. Okay, okay, okay. Okay, alles klar. Da ist niemand mehr. Also ich finde diese das irgendwie umständlich, aber egal. So, einmal noch schnell rein. Reib mir das unter die Nase, das streut ordentlich Salz in die Wunde. Ja, mach ich doch gerne. Wir streuen uns doch gegenseitig mal Salz in die Wunde. Und tupfen das Ganze mit einer frisch geschnittenen Zitrone ab. Hey, es geht sogar mal sofort weiter, cool. Warte mal, warte mal. Ah, hier, fall ich ja nie runter, passt schon. Reib, reib, reib. Reib mit einem Reibeisen. Mit einem Reibeisen ich das unter die Nase reib. So wie Wario. Ich bin voller gemeine Wario. Wollen wir loslegen? Natürlich wollen wir das. Nur einer kann sich wieder nicht entscheiden. So, ich gebe mein Bestes. Ich auch. Okay, Wario, siehst du, passt ja, Reibeisen. Yeah, mit seinen dicken, fetten Knollenzinken. Seine Nase sieht so ein bisschen aus wie ein Knoblauch. Ja, nur so ein bisschen. Und die Nasenhaare sind die Triebe. Die wilden Triebe, die daraus sprießen. Wie ein Gänseblümchen. Kommentarlos startet er das Rennen. Yeah! Und da falle ich runter. Yeah, freut mich. Ich mag die Musik. Da ist schon der nächste nach mir abgeschmiert. Finde ich toll. Einfach mal mitten in die Menge schmeißen. Ich werde schon jemanden treffen, wie man sieht. Yay! Hilfe! Swooper-Alarm! Jetzt kriege ich wieder nur Müll. Natürlich! Na klar, immer auf den Scheiger, immer auf den Schwarzen, nur weil ich schwarz bin. So, Münzen, danke. Danke fürs Ablenken. Ja, läuft. So. Ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Konzentraten. Na, ah, fette Blund. Na, dickes Kind. Was war das? War das der Villager? Macht der da immer diese komischen Geräusche? Der eine fährt, als wenn er nicht mal einen Latten am Zaun hat. Was bei dieser Strecke gar kein Wunder wäre, hier fehlen überall da Latten. Ah, sollte nicht auf Krawall aus sein. Ich bin klein, schwarz und knuffig. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus! Ich halte das nicht aus! Wow!
mal hier längs. Das ist meins. Das ist meins. Die Münze ist auch meins. Genau wie der Turbostreifen. Der Turbostreifen ist auch meins. Was? Was steht denn da so rum? Ist er da hängen geblieben oder was? Keine Ahnung. Letzte Runde. Ich bin 6, aber ich bin so gut. Eine Verbesserung zu eben. Gut, dass ich Erster bin. Na, aber den hier. Hilfe, Superalarm. Batman. Das ist Batman. Mann, Mann. Sie schenken sich nichts. Nicht mal ein gnadenvolles Ende. Ah, der kommt aber auch immer so angeschissen, dass man da nicht ausweichen kann. Dass er irgendwie noch in eine Banane fährt oder sonst wie getroffen wird. Ist alles nicht möglich hier. Nice! Haha, cool! Oi, oi, oi. Langsam wird mir echt warm. Da fährt jemand mit der Lenksteuerung. Habe ich mal ausprobiert. Die Lenksteuerung ist überhaupt nichts für mich. Die Lenksteuerung. Die Geißel eines jeden Mario Kart-Fahrers, der nicht damit umgehen kann. Käse. Hallo! Käse. Ich möchte gerne Käse. Käse überbacken, Käse und Käseflug. Oh ja, klar. Ich finde es schade, dass die N64 Regenbogen-Boulevard-Strecke nur eine Umrundung ist. Ich hätte das gerne 3 Runden und fertig. Mäusebär, Simbeli, Fiboki und Dolmasi. Die dreisten Deutschen. Komische Aussage, ich weiß, aber hey. Ist zwar nur eine Rundfahrt, aber es ist schön. Strecke ist schön, man kann zwar leider nicht links rüber springen wie bei Mario Kart 64, aber ist trotzdem schön. Hab mich schon gewundert, warum der. Alter, so viel Geld, ich sammle es nicht ein! Ich hab mich schon gewundert, warum der nicht von meinem Panzer und so nicht am Arsch hatte, aber er hatte eine Tröte. Natürlich hat er eine Tröte. Der dreckige Schiff hat eine Tröte gehabt. Yeah! Wow! Ah, das muss er ausnutzen. Ausnutzen? Oh yeah, Mann! Oh, warum wird man eigentlich immer getroffen, ey? Als wenn die grünen Panzer eine Magnetfunktion haben. Die sind schlimmer als die rote. Du siehst einfach wild durch die Gegend fliegen und weißt genau, der wird mich treffen. Verdammt! Ich merke gerade, ich habe noch eine Münze. Woran das wohl liegen könnte? Bleifuß, Vollgas und was weiß ich alles. Alter, aber auch eine Münze habe ich gekriegt. Ich bin ein Profi. Aber du Dreckiger. Zwei Münzen, das ist erbärmlich. Den Schatten, ernsthaft? Ich meine, habe ich nichts gegen, ne? Mich kriegt ihr nicht mehr! Wenigstens Fünfter. Mann. Und ich sehe gerade, da ist kein roter Yoshi auf dem ersten. Ah, er hat den Charakter gewechselt. Deswegen. Als Rosalina. Ich habe dich mit der Tröte penetriert. Schweinerei. Mach doch nicht so einen Radau dabei. Geschenke! Ich möchte Geschenke auspacken. Geschenke! Yeah! Das war ein Spaß! Ich wollte ein schönes Spiel machen! Nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal haben wir ein schönes Spiel gesagt. Oh ja, yeah, Mann.
Es ist doch zum Heulen. Ich hasse dieses Roulette. Dieses Roulette ist ätzend. Es ist nicht das Richtige. Man kann es beim Fahren manchmal nicht von selber stoppen, was ich echt doof finde. Und es ist nicht das Richtige. Sieht man immer bei Münzeite, bei Strecken, die man schon hatte und man nicht mag. Ein blauer Shy Guy. Ein weißer Shy Guy. Es kann nur ein Shy Guy geben, das bin ich! Hey, der kleine klumpelige Schwarze in der, in dem Luftschiff. Ich finde es schade, dass man hier den Zug nicht mal hoch, nicht mal als Vehikel hat. Der war nämlich auch so. Ich hatte vorher mal die Holzlok, dann die Holzreifen und den Gleiter. Jetzt habe ich halt das Schiff, die Holzreifen und den Gleiter. Also bei Mario Kart 7 hatte ich das immer. Wenn ich irgendwann Mario Kart 7 hier streamen werde, dann werden wir es nämlich sehen. Da ist ein weißer Shy Guy. Wir könnten gut und böse spielen. Ich bin gerne der Böse. Weiß nicht warum, aber hey. Wow. Da hat's das Baby erwischt. Yeah, Babykloppe. Da ist ein weißer Shy Guy. Das sind zwei Metal Bros. Metal Bros. Rausgieß, Hausgieß! Das ist gerade einer abgesoffen, kann oder bei dem Gewicht. Der war schon aus Mario 64. Er kann nicht schwimmen. Er geht nur unter wie ein Stein, auch wenn er aus Metall besteht. Oh ja, geil! Was will man mehr? Hätte ich mal kurz gewartet, ey. Haha, hier krieg ich, was er verdient hat. Wow! Oh, ernsthaft! Ey! Dicke! Dass das nicht zur Gewohnheit wird, ja? Ah! Ich wollte eigentlich ganz gleich hinten die Dinger einsammeln. Der Grüne hat mich verfehlt, das ist ein Fehler im System. Das ist eigentlich spieltechnisch gar nicht möglich, dass er nicht trifft. Oh, weißt du was, ey? Manchmal ist es einfach unfair. Manchmal ist es einfach unfair. Panzer bist du doch nicht ein, wenn du noch die scheiß Panzer hast. Blöd, Mann. Ist er gerade abgesoffen? Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ich bin Vierter, nicht nach 8 Münzen. Ich dachte, ich habe nicht so viel. Wow. Könnte jetzt an der Wand herfahren, aber nö. Ich mag die Wand an sich nicht so. Das bringt mich nicht durcheinander, aber ich habe da manchmal so ein bisschen Probleme mit dem vernünftig steuern und lenken. Ah, toll. Evil Luigi ist weg. Mann! Mann, du blödes Kind! Mann, dumme Plunze! Ich hasse den Boomerang! Ah, Mann! Wischen dir doch durch die Haare, ey! Kannst dir in die Haare schmieren. Ah, ich sehe gerade auf Uhr, wir haben schon Viertel vor. Ja, wie gesagt, ich übertreibe es immer maßlos. Ich kann mich nicht an meine eigenen Planung halten, Pläne und so weiter halten. Wir machen einmal das Yoshi-Tal, jetzt kommt wahrscheinlich wieder nicht meins. Und danach werde ich noch einmal kurz Mario Maker spielen. Also, letzte Runde. Ich wollte gerade posten, das war mein letztes Spiel, aber das Spiel ist erbarmungslos. Das hat keine Gnade mit mir. Oh, jetzt kommt wieder irgendein Mist. Okay, das ist geiler Mist. Was ist das? Was ist der Babypark? Vollgeschissene Windel, Mist. Haha. Rafa aus Japan. Rafa, okay. Kann nicht richtig sein. Das ist bestimmt einer, der sich einfach einen japanischen Account gemacht hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Geht aber nicht. Es geht einfach nicht. So. Wollen wir mal die kleinen Babys hier klatschen? Ja, ja, eine Münze. Hier, für irgendjemanden. Ja, Münzen. Oh ja, geil. Boomerang. Boah, Imba-Item.
Yeah! Natürlich! Macht er mit seinem fetten Mumpskopf meinen Panzer noch kaputt. Hier, wenigstens die Pokéans reindrücken. Meine Güte, jetzt lass mich mal fahren! Oh. Ja, Mann! Nein, ich bin ausgewichen. Mann, ich will weiter lenken! Wie das Zäpfchen teilweise abgeht, ne? Wenn es kurz davor ist, ausgeschissen zu werden. Ah, oh, schisse die dumme Misse. Wow! Ist es denn wahr? Habe ich jemanden damit getroffen? Das ist ja der Hammer. Das ist ja voll der Hammer, Bruder. Das musste sein. Ah, ich habe die zu schnell eingesetzt. Natürlich! Meine Fresse! Boah, was ist hier nur los? Na klar, gib mir nur einen Pilz. Ich wollte schon sagen, jetzt nicht wieder auf mich, ey. Habe ich doch überholt? Ja, überholt! Ja! Ich meine, hey. Passt schon. Boah, was ist der Aufholjagd? Boah! Haben die mir eins reingesammelt, ey. Punkte! Fipoki, du bist fast vor dem Tausendwechsel. Fast vor dem Jahrtausendwechsel. Komm, wir machen noch ein Rennen, dann hast du einen Jahrtausendwechsel und ich krieg hoffentlich mal eine Party. Und dann werde ich wirklich, ne, hier beenden. Na, warte mal. Das war letztes Spiel! Das wollte ich noch haben. Mein letztes Spiel! Bevor wir zu Mario Maker eigentlich wechseln. Nur 20 Minuten zu spät, hey. So, du kriegst einen Tausendwechsel. Ich krieg hoffentlich endlich mal eine Party. Party, Party, Party. Komm schon. Ja! Ich bin so glücklich. Jetzt ist es ein perfekter Abschluss. Einfach, weil ich mal den dicken Stein krieg. Gamer XY. Da ich ja. Beim letzten Spiel. Verdammt. Aber egal, du bist dabei, das ist die Hauptsache. Auch wenn der Stream bei dir nicht funktioniert. Ich verstehe es ums Verrecken nicht. Ah, ich liebe diese Strecke. Ich habe sie damals auf dem Game Boy Advance gesuchtet wie ein Irrer. Und dann immer schön mit Wario. Da wird einfach schön reingeschossen. Irgendeinen trifft sie ja schon. Nur nicht den, der geschossen hat, leider. Ja, aber ich mag die Strecke. Wow. Boah. Mag die Strecke und hasse das Münz-Item. Wow, wow, wow. Ah, da ist der rote Yoshi wieder zurück. Wow. Bumskopf. Okay. Da kommen sie wieder angeschissen. Ach, ihr Säcke. Haben sich doch in den Schatten gekrallt, verdammt. So, wenn ich das einmal erwischt. Was? Wie hat er mich erwischt? Blödes Spielzeug. Alter, wir fisten uns gegenseitig durch die Ecke, das ist unglaublich. Woo! Kann man auch irgendwie falsch verstehen, wir fisten uns gegenseitig um die Ecke. Oh, 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 oh. Er setzt sie nicht einfach willkürlich ein. Das Gute ist, er hat die Bombe weggeschmissen. Oh, flieg! Oh, ich hab dich getroffen. Tut mir leid! Na komm, du weg. Und dann! Also, ich dachte, die Pokis ist jetzt vor mir. Tut mir leid, Gamer. Tut mir wirklich leid. Natürlich! Na, und der Stern... Mann, verpisst euch doch! Der Stern sorgt dafür, dass ich den Rot nicht sehe. Na klar. Das ist so unfair jetzt gewesen. Das war jetzt wirklich unfair. Die blöden Säcke. Ich würde es doch nicht einhole.
Weil ich nicht Münzen habe. Toll. Diese Münzmechanik ist zum Kotzen. Ich wünschte, man könnte bei Mario Kart selber mitwirken, ey. Da würde einiges anders laufen. Besser würde es laufen. So, toll. Toller Abschied. Vielleicht Stream neu starten? Ich mein Stream neu starten? Keine Ahnung. Sollte eigentlich nicht daran liegen, weil... Oder? Bevor noch mal ein Gamma durchs Ziel. Exzellent. Ja, ja, back dir ein Eis, mein Kleiner. Ein kleines viel Pokiu. So, ich bin weg. Tülü. Ich werde das Spiel kurz wechseln. Und dann werde ich einmal kurz einfach mal den Stream neu starten. Vielleicht hilft's ja. Ich habe keine Ahnung. Also, Spielwechsel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen Moment. Bis gleich.